dort im Bereich des Wasserturmes ist eine russische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. 3.800 Cottbusserinnen und Cottbusser im Umfeld des Fundortes betroffen. Das Bahnhofsgebäude, also die Bahnhofshalle, ist ab 8 Uhr geschlossen. Ebenso der Spreewaldbahnhof. Dennoch fahren Züge ab vom Hauptbahnhof Cottbus und kommen an bis ca. 12 Uhr. Ein wenig herumgesprochen, einen Bombenfund am gestrigen Nachmittag bei Bauarbeiten in der Nähe des Cottbus Hauptbahnhofes und müssen selbstverständlich darauf reagieren, da nach erster Augenscheinnahme durch den Kampfmittelräumdienst diese Bombe nicht abtransportiert werden kann, sondern vor Ort entweder unschädlich gemacht wird oder gesprengt werden muss. Das alles wird am kommenden Dienstag passieren. Wir haben in den zurückliegenden Stunden speziell die Kolleginnen und Kollegen im Ordnungsamt die nötigen Vorbereitungen getroffen, inwieweit der Sperrkreis gezogen wird, welche Straßen wie gesperrt sind, wie viele Gebäude im Umkreis evakuiert werden müssen, wie viele Menschen insgesamt betroffen sind, davon unter anderem auch der Hauptbahnhof und eine Grundschule. Zu den Details wird uns jetzt Manuel Helbig als Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit informieren. Anschließend beantworten wir selbstverständlich Fragen. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir herzlich willkommen auf diesen Freitagnachmittag im Cottbusser Rathaus. Herr Glossmann hat es gesagt, gestern sind im Bereich des Cottbusser Hauptbahnhofes, dort im Bereich des Wasserturmes, ist eine russische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Cottbusser Ordnungsamtes waren vor Ort. Es wird eingeschätzt durch die Experten, dass diese Fliegerbombe nicht abtransportiert werden kann, sondern vor Ort, so wie es Herr Glossmann gerade gesagt hat, unschädlich gemacht werden muss. Wir gehen davon aus, dass der Zünder entfernt ist und wenn das nicht klappt, muss sie dann vor Ort gesprengt werden. Von dieser ganzen Maßnahme sind ca. 3.800 Cottbusserinnen und Cottbusser im Umfeld des Fundortes betroffen. Wenn man sich das so vorstellen kann, Sie werden es ja auch in der Pressemitteilung dann sehen, beziehungsweise auch auf der Internetseite cottbus.de, wie der Sperrkreis festgelegt worden ist. Also es ist im Bereich bis zum CTK, Leipziger Straße ist die Grenze, wobei ich gleich dazu sagen möchte, das CTK bleibt weiterhin geöffnet, das ist ganz wichtig. Die Grenze nach Richtung Osten ist die Bahnhofsbrücke, ja, auch die bleibt weiterhin geöffnet. In Richtung Norden ist die Grenze die Wilhelm-Kötz-Straße, sozusagen der mittlere Ring, wobei die Wilhelm-Kötz-Straße ab 8 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden wird. Und in Richtung Westen die Grenze Fettschauer Straße, Sachsendorfer Straße, ich sag mal so, die Cottbusser kennen es, die drei Bahnübergänge, das wird die Grenze sein, wobei Fettschauer Straße und Sachsendorfer Straße in diesem Bereich weiter offen bleiben wird. Der Sperrkreis gilt ab Dienstag, den 7. Februar, 8 Uhr. Dann gelten natürlich auch die von mir gesagten Straßensperrungen. Ja. Welche Auswirkungen hat es darüber hinaus? Jan Glossmann hat es gesagt, die Fröbel-Grundschule liegt im Sperrgebiet. Die Schule, der Schulstandort wird an diesem Tag nicht beschult, er bleibt geschlossen. Das heißt aber noch nicht, dass alle Schüler zu Hause bleiben können, sondern die Schule ist zurzeit in Abstimmung auch mit dem staatlichen Schulamt, inwieweit an einem Ersatzschulstandort oder womöglich zu Hause die Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Ansonsten aber, das ist wichtig, der Schulstandort selbst, der Fröbel-Grundschule in der Welzower Straße, bleibt geschlossen. Der Zugverkehr, also unser Hauptbahnhof, ist natürlich auch betroffen. Das Bahnhofsgebäude, also die Bahnhofshalle, ist ab 8 Uhr geschlossen, ebenso der Spreewaldbahnhof. Dennoch fahren Züge ab vom Hauptbahnhof Cottbus und kommen an bis ca. 12 Uhr. Nun stellt man sich natürlich die Frage, wenn Züge abfahren und ankommen, wo können die Fahrgäste dann das Bahnhofsgelände verlassen? In Richtung, das kann ich auch sagen, nur über den Bahnsteig 1, das heißt nochmal nicht über den Spreewaldbahnhof, und auch nicht durch die Bahnhofshalle, sondern nur über den Bahnsteig 1 bis 12 Uhr. Denn ab ca. 12 Uhr wird dann auch der Zugverkehr am Hauptbahnhof Cottbus eingestellt. Was bleibt offen? Der Verkehrsknoten, also
am Cottbusser Hauptbahnhof, der bleibt weiterhin geöffnet. Das Radisson-Hotel bleibt geöffnet, die Fürstbückler-Passage bleibt geöffnet und wie ich es auch schon sagte, das Kaltim-Klinikum bleibt offen und natürlich voll betriebsbereit. Wir haben für die Cottbusserinnen und Cottbusser, die nicht wissen, am Dienstag ab 8 Uhr wohin, eine Notunterkunft eingerichtet. Es handelt sich hierbei um das Glätthaus in der Straße der Jugend 16. Das Glätthaus steht ab 8 Uhr zur Verfügung. Wir appellieren an die Menschen, die das aufsuchen, denken Sie bitte an die eigene Verpflegung, Getränke, was zu essen und natürlich auch, wenn man Medikamente nimmt, die eigenen Medikamente mitnehmen. Für die Menschen, die womöglich sich in Quarantäne befinden, ja, wir haben nach wie vor Corona-Quarantänefälle in unserer Stadt, die möchten sich bitte im Sicherheitszentrum melden, denn für die wird separat eine Lösung gefunden. Einschränkungen darüber hinaus wird es auch geben für den öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere für die Buslinie 16 und für die Straßenbahnlinie 2. Die Buslinie 16 wird nach heutigem Stand unter anderem die Haltestellen am Ausbesserungswerk, am Spreewaldbahnhof und in der Senftenberger Straße nicht bedienen. Und bei der Straßenbahnlinie 2 wird es keinen Ausstieg geben zwischen dem Hauptbahnhof und der Endhaltestelle Jessener Straße. Hier verweise ich aber nochmal auf die Internetseite www.cottbusverkehr.de. Dort wird Cottbusverkehr aktuell berichten. Für die Cottbusserinnen und Cottbusser, die Fragen haben, die Hilfe benötigen, weil sie womöglich einen Pflegefall zu Hause haben, bettlägerige Personen zu versorgen haben, steht unser Sicherheitszentrum ab Montag 8 Uhr für alle Fragen, für Hilfeanforderungen zur Verfügung unter der Telefonnummer 0355 für Cottbus und dann die 612-3456. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vorbereitet, nehmen ihre Fragen, Hinweise entgegen. Und wer bis Montag nicht warten möchte, kann sich gerne ab sofort auch per E-Mail an das Sicherheitszentrum wenden. sicherheitszentrum@cottbus.de, da kann man seine Fragen auch hinrichten und loswerden. Und die Kolleginnen und Kollegen werden diese dann auch beantworten. Das kurz und knapp. Danke. Vielen Dank. Fragen aus der Runde. Ja, ich bin irritiert, wenn der Sperrkreis ja den gesamten Bahnhof betrifft, aber sowohl das Hotel ist nicht betroffen und auch der Verkehrsknoten funktioniert weiter, der läuft also durch, während der Entschärfung auch? Ja. Das hat was damit zu tun mit den Gebäuden, die noch womöglich davor stehen. Ja? Und der Kampfmittelbeseitigungsdienst legt diesen Sperrkreis fest. Ja. Zum einen, zum anderen haben wir aber natürlich bei aller Vorsicht immer auch den Blick, dass die Stadt Cottbus nach wie vor aktiv ist, ja? Ja. Dass wir weiterhin auch den ÖPNV beispielsweise im vollen Umfang, also sofern es möglich ist, gewährleisten können. Das heißt also, die Straßenbahn fahren, die Linie 1 war bis hinter Jessener Straße, die fährt auch durch? Die fährt bis 12 Uhr durch, dann nicht mehr, aber ab früh um 8 kann an den Haltestellen Friedrich-List-Straße und Leipziger Straße nicht mehr ausgestiegen werden, weil das ist das Sperrgebiet, der Sperrkreis und wir wollen natürlich die Menschen dort evakuieren und deswegen soll auch keiner mehr aussteigen. Oder genau. Die, also per Telefonnummer, die Sie genannt haben. Genau. Also nicht dahin wackeln. Nein, nein. Sich ans Sicherheitszentrum wenden, sagen, ich bin in Quarantäne, ich bin im Sperrgebiet, wo soll ich hin? Nicht? Und dann werden wir eine Lösung finden. Wie viele Kinder gehen in die Vorbildungsschule? Das kann ich so jetzt nicht sagen. Es wird ein Umleitungsverkehr eingerichtet für die Buslinien, also 16 Uhr, Linie 12 und so weiter. Genau, das macht Cottbusverkehr. Wie gesagt, Cottbusverkehr arbeitet auch gerade an Ersatzmöglichkeiten, ja, und deswegen auch der Verweis auf die Internetseite cottbusverkehr.de. Der Zugverkehr ist komplett dicht oder nicht? Ab 12 Uhr. Ab 12 Uhr. Genau. Das heißt, Evakuierung bis 12 Uhr und dann? Genau. Das Ziel ist, dass die Evakuierung bis 12 Uhr abgeschlossen ist. Wir beginnen früh um 8
Und da der Verkehrsknoten, also die Fläche vor dem Hauptbahnhof, nicht mit zum Sperrgebiet gehört, halten wir den Zugverkehr in Absprache auch mit der Deutschen Bahn, mit der ODEC und dem Notfallmanager der Bahn bis 12 Uhr aufrecht. Aber, wie ich sagte, man kann das Bahnhofsgelände nur noch über den Verkehrsknoten, das heißt nur noch über den Bahnsteig 1 verlassen. Nicht mehr über den Spreewaldbahnhof und auch nicht mehr über die Bahnhofshalle. Und das bereits ab früh um 8. Was für Arbeiten hatten da eigentlich stattgefunden am Wasserturm? Es ist eine Baumaßnahme. Also von der Stadt oder die Bahn? Eine Geländeberäumung in der privaten. Genau, eine private Baumaßnahme. Aha, okay. Weißt du mal, was für eine Bombe? 50, 200? Circa 100 Kilogramm. Wir appellieren und bitten auch die Cottbusserinnen und Cottbusser, die dort im Sperrgebiet wohnen, uns dahingehend zu unterstützen, dass man wirklich auch um 8 Uhr die Wohnung dann verlassen hat. Ja, weil das, desto eher wir dieses Gebiet freigeben können, desto eher dieses Gebiet vollständig geräumt ist, desto eher können wir womöglich auch mit den Entschärfungsarbeiten beginnen und desto eher sind wir auch fertig und desto eher kann wieder Normalzustand herrschen. Heißt es, da gehen die Mitarbeiter vom Ordnungsamt auch wieder kontrollieren? Genau, der Klassiker. Ja. Es ist ein gemeinsamer Einsatz zwischen dem Cottbuser Ordnungsamt und der Polizei mit Unterstützung vieler Helfer, unter anderem auch der Feuerwehr. Wie viele Leute werden hier am Einsatz sein? Na, wir rechnen mit 150 Personen nach jetzigem Stand. Die technische